Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 3 ist eine Partybox von Fettes Brot. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 3 ist eine Party von Fettes Brot, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 7. Album von Fettes Brot. Wir haben hier eine ziemlich große Box. Auf dem Boxdeckel, auf dem Cover sehen wir hier die 3 Herrschaften, die 3 Bandmitglieder, die hier scheinbar zu dritt Party machen. Und in der Mitte lesen wir dann schwarz auf blau, 3 ist eine Party, Fettes Brot. Jede Menge bunter Symbole, also wir haben hier dann noch Dreiecke, Kreise, Sechsecke, Rauten, also hier ist echt, ja, so quasi Konfetti-Ersatz. So sieht das aus auf der Seite. Rechts ebenso, also rundum in diesem Stil gehalten. Und auf der Rückseite haben wir dann scheinbar so die Szenen danach. Wenn man dann zu dritt ordentlich Party gemacht hat, dann ist das hier das Ergebnis. Und was lesen wir hier? Dieser Klotz enthält VIP Edition von 3 ist eine Party, Songtexte, Bonus Live CD 2013 in Konzert, FB Baseball Cap, also Fettes Brot Baseball Cap, 10 Party Foto Einladungs Postkarten und 3 Fettes Brot Bierdeckel. 3 ist eine Party, Fettes Brot, dann haben wir hier noch die Tracklist, wir haben hier 13 Stück und dann haben wir noch 2013 in Konzert, hier sind dann nochmals 14 Stück dabei. So, Beteiligte und Barcode. Dann würde ich sagen, wir schauen mal hinein, machen den Boxdeckel ab. So. Und was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Cap. Okay. Dann haben wir das Album an sich. Dann haben wir diverse Karten, die hier so aneinander sind, okay. Einen Sticker und 3 Bierdeckel. Von innen die Box in einem Pink. So, und hier auch noch was zum Vorstellen. Was lesen wir hier? Wenn wir eine Party feiern, kannst du kommen. Ah ja, okay. Also das ist das Einzige, was hier noch zum Vorschein kommt. So, dann packen wir die Box wieder zusammen und machen die mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das ist ja auch noch in Folie. Bedeutet, wir werden das mal aus der Folie holen. So, einmal hier an der Schweißnaht. Wunderbar. Und dann schauen wir hinein. So. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Plastikschuber, einen transparenten Plastikschuber. Auf dem ist auch wieder das Album, der Albumtitel plus der Bandname Fettes Brot aufgedruckt und eben diese bunten Konfetti-Sachen. Und auf der Rückseite haben wir auch noch die Infos. Okay, also was lesen wir hier? VIP Edition, neues Studioalbum inklusive aller Songtexte. Plus Bonus Live Album, 3 ist eine Party, produziert von Fettes Brot, 2013 in Konzert, aufgenommen 2013 in Bremen und bei Rock im Park. Dann die Tracklist des Albums und die Tracklist der Live-CD dieser 2013 in Konzert. Okay, Barcode und so weiter. Machen den Schuber mal ab. Dann kommt hier ein Digipack zum Vorschein. Das Cover, das wir schon kennen. So sieht das aus. Ah, das ist ein anderes Foto. Das kennen wir noch nicht. Sieht so nach Toilette aus. So, auf der linken Seite haben wir mal eine Stecktasche mit dem Booklet. Was haben wir hier? Ah, falsch rum. So rum, jawohl. Was haben wir hier? Die 3 Herrschaften wild am Eskalieren. Alles in schwarz-weiß. So sieht das aus. Was steht hier auf dem Was steht auf der Kappe? Assholes are people too. Okay. Wackelige Angelegenheit. Okay, also wir haben hier die einzelnen Tracks mit Lyrics abgedruckt. Wunderbar. In schwarz und weiß. Und
Das Ganze dann auch hier wieder mit Farben aufgepeppt, also nicht nur schwarz und weiß. Allerdings die Fotos in schwarz und weiß. Ja, hier wird uns der nackte Hintern präsentiert. Jede Menge weiterer Texte. So sieht das aus. Texte ohne Ende, hin und wieder auch ein paar Fotos. Und zum Abschluss haben wir hier noch umfangreiche Credits zum Album, weitere Fotos, Album-Credits und dann auch noch die Credits zu 2013 in Konzert. So sieht das aus. Ja, das sieht mir nach Karaoke-Abend aus. Jawohl. Gut, dann packen wir das Booklet wieder zurück und kommen zum weiteren Inhalt. Wir haben hier einmal einen Flyer für fettesbrot.de und hier haben wir dann auch noch die Tourdaten. Heftig. Also Fettes Brot war damals scheinbar auf Tour und hatte als Support Act im Jahr 2013-2014 MC Fitti und Ronny Trettmann, den man ja heutzutage besser als Trettmann kennt. Nicht schlecht. So, dann haben wir die CD. So sieht die aus. Und dann haben wir noch die Bonus-CD 2013 in Konzert. Die ist in schwarz und gelb. Jawohl. So, Flyer zurück. Dann machen wir das Ganze wieder zu. Und machen auch den Schuber wieder drauf. Plastikschuber. So. Okay. Jetzt schaue ich gerade noch, ob hier irgendwo Features angemerkt wurden. Nein, also hier auf der Tracklist sind keine Features zu sehen. So, dann haben wir einen Sticker. 3 ist eine Party, so sieht er aus, kreisförmig, ein einzelner Sticker hier mit dabei. Dann genau in diesem Stil, in dem auch der Sticker designt ist, haben wir dann diese Untersetzer, diese Bierdeckel. Die sind hier beidseitig bedruckt, Fettes Brot, 3 ist eine Party und hier auf der Seite auch. Also für 3 Leute hier Getränkeuntersetzer, Bierdeckel. Und dann haben wir noch die Postkarten. Ich glaube, es sollten 10 Stück sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und die sind hier in einem, ja genau, in einer Länge alle aneinander aufgereiht. Und hier haben wir, wie bei so einem Bildautomaten, so einem Sofortbildautomat, wo man sich selbst fotografieren kann, haben wir dann hier die ganzen Fotos, die dieses nächtliche Treiben hier dokumentieren. Zählen wir nochmal mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, es sind tatsächlich 10. Und auf der Rückseite sind alle gleich gestaltet. Ich glaube, eine reicht. So, haben wir hier. Wenn ich eine Party feiere, kannst du kommen. Fettesbrot.de. Hier oben nochmal das Logo. Und ja, das Ganze ist vom Layout wirklich wie so eine Postkarte. Also das kann man dann auch tatsächlich entsprechend beschriften. Und wenn man möchte, natürlich auch verschicken. Ja, ist mal ein anderes Motiv auf einer Postkarte. Also 10 Leute kann man hiermit einladen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch eine Snapback in Grau, Weiß, Gelb und Schwarz. Klaus und steht hier. Fettes Brot dahinter. Snapback hier hinten schwarz, ansonsten hier in Grau. Der Schirm ist ebenfalls schwarz, unten grün. So sieht das dann aus. Wir haben hier auch wieder den Einleger, den Karton. So, was lesen wir hier noch? FBS, Fettes Brot, Barmstedt, 100% Polyester, Twill, fettesbrot.de. Okay. Und so sieht die Kappe von innen aus. Also hier in Grau wieder. Und auf der Rückseite eben mit Gelb noch Fettes Brot aufgestickt. Und dann kann man das natürlich hier entsprechend größentechnisch verändern, anpassen an euren Kopf. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Snapback. Dann haben wir diese 10 Postkarten, diese Party-Einladungskarten. Dreimal diese Untersetzer hier, diese Bierdeckel im bunten Design, allesamt kreisförmig. Ebenso wie dieser Sticker, der ist auch kreisförmig, aber nur einmal vorhanden.
Und dann haben wir das Album an sich, 3 ist eine Party im Plastikschuber. Das Album inklusive 2013 in Konzert als Bonus. Jawohl, das alles. In dieser wunderbaren Box 3 ist eine Party von Fettes Brot. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Fettes Brot unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.